Hallo meine Lieben, ich habe gerade mein Workout absolviert und bin gerade hochmotiviert und ja, ich habe gedacht, das Wetter ist heute so schön, ich mache heute Hähnchenspieße mit Paprika und mit Zucchini und nehme euch mit und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Video. So ihr Lieben, alles was ihr dafür braucht sind 500 Gramm Hähnchenbrustfilet, ich bevorzuge immer die Bio-Variante, zwei Zucchinis, eine Paprika, ich habe aus dem Garten frischen Thymian und Rosmarin abgeschnitten, dazu den Saft einer Zitrone und noch ein bisschen Zitronenschale. Weil wir das Ganze auf Spieße aufziehen, brauchen wir natürlich, weil es gegrillt wird, Weizenkeimöl oder Rapsöl oder ihr könnt auch Kokosöl nehmen, irgendwas was hitzebeständig ist, denn Olivenöl, ihr Lieben, verbrennt ja ab 200 Grad und meine Marinade richte ich an mit Hähnchengewürzsalz, Estragon, Pfeffer, Salz natürlich und auch mit Chili. Und natürlich dürfen zwei Knoblauchzehen nicht fehlen. Das Ganze kommt dann hier in diese Schüssel rein mit den grob geschnittenen Hähnchenbrüstchen. Und dann zeige ich euch mal, wie ich das Ganze aufspieße. So ihr Lieben, quick and easy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video und Spaß vor allem auch beim Nachmachen. Und es ist so schnell hergestellt und zubereitet und es schmeckt einfach fantastisch. Und falls ihr dann noch ein paar Zucchinis oder Paprikas übrig habt, dann macht es so wie ich. Den Rest auf einen Spieß und dann geht's auch schon ab auf den Grill.